Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 Retold Demo von Selfie. So, wir haben im letzten Part den Stars-Schlüssel gefunden und werden deswegen natürlich sofort auch hier ins Büro von den Stars gehen. Ah, ist das schön. Dieser Kalender da oben, Hilfe. Huh. Chris is not here. I have to leave this town. Ah. This must be. This must be. Es muss definitiv sein, dass wir die Stadt jetzt verlassen. Oh, hier auch das schöne Stars-Members-Foto. Sehr, sehr schön. Aber wir können den Schreibtisch von Wesker nicht 50 Mal untersuchen. Aber das Bild von Rebecca haben wir auch schon gesehen. Hier sind die ganzen Pokale auch wirklich, die ja Chris hauptsächlich gewonnen hatte. Unser toller Bruder. Hier ist wieder ein Happy Meal auf dem Boden, was keiner mochte. Und das ist dann wahrscheinlich der Büro des Chiefs. Der Büro des Chiefs. Ich nix Deutsch, obwohl hier sind ja auch zu wenig Schreibtische. Wer weiß, wer hier sonst sitzt. Das wollte ich nicht. Ah. Sehr gut. Diese Zeichnungen. Ey, das oben links sieht aber aus wie das, was mal Andy und Chris gezeichnet hatten. Weil die haben ja auch mal so ein Resi, also zwei Resi-Comic-Videos gemacht. Und es sieht genauso aus wie aus diesem Video. Vielleicht hat sie das daher. Oder sie hat es selber gezeichnet, weiß ich nicht. Dieser Alfred auch. okay, interessant. Und wir können an die Tasche. Die sieht so dreidimensional aus, genau. Je mehr Heilung wir haben, desto besser. Und die schöne Jacke natürlich auch hier. Die auf jeden Fall ja dann von Chris zu sein scheint, weil es ist das gleiche wie das, was Claire anhat, nur halt, ja, ein bisschen anders. Ich hatte damals gesagt, oh, das könnte die Jacke von Leon sein, weil er in Resi 4 so eine trägt. Ist natürlich Schwachsinn, weil Leon hat keinen Engel drauf. Kann ich hier rein? Nein. Warum nicht? Finde ich ja doof. Aber ich habe die Einhornmedaille und damit kann ich ja zurück in die große Haupthalle vom RPD. Und das ist die falsche Richtung. Okay. Na, Hilfe, ich hänge im Blumentopf fest. Ich bin durch den Türrahmen geglitscht. Auch okay. Habe ich kein Problem mit. Okay. Hier können wir auf jeden Fall auch nochmal eben dann speichern, wenn wir schon mal dabei sind. Thank you. Nein, ich will... Mann! Ich will doch einfach nur weg. Das hätte man ein bisschen besser ausarbeiten können. Wobei... Ich könnte natürlich... mal eben euch den Glitch zeigen. Wenn ich es hinkriege, ich weiß es nicht. Vielleicht stürzt das Spiel auch ab. Aber wir können hier auf jeden Fall eine Fackel anzünden. Nein, falsche Richtung, Claire. Hey, wait! Genau, dann hören wir hier Leon, der nach uns ruft und wir sind hier oben. Hier ist sogar ein Schalter. Das wusste ich gar nicht mehr. Ah, da ist dann ein Seil. Ausgerechnet ein Seil. Weg mit der Fackel, ich mag dich nicht. Und hier oben ist eine Tür, durch die wir natürlich auch nicht können. Wie Leon sich einfach beschwert. Uah, hier sind ja Hunde. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe doch gewusst, ich höre irgendwas, aber ich wusste nicht was. Hei. Na sowas. Genau. Und hier brauchen wir dann nämlich den Karo-Schlüssel. Nee, Quatsch, den Herzschlüssel. Und den finden wir hier sogar, aber ich glaube, wenn wir den benutzen, dann passiert nichts. Oder wir können den nicht mal benutzen. Irgendwie sowas war da auf jeden Fall.
Ich werde garantiert sterben. Wow. Wow. Buggy. Okay, stimmt, hier kann man ja hangeln. Vielleicht mochte sie auch Seile nicht, aber dachte so, ach komm, ich will das mal einbauen. Oh, das war zu weit. Das war zu weit. Ich bin zu weit gegangen. No. Das ist natürlich jetzt irgendwie aber auch dann doof, hier im richtigen Moment loszulassen. Okay. Ein weiter. Und... ja, Gott sei Dank. Hi. Oh, ich dachte schon, sie hält sich nicht fest. Alter Schwede. Da oben ist nämlich der Schlüssel, seht ihr mal. Frage ist nur, wie... achso, ich kann hier nochmal weiter rumhangeln. Okay. Ich dachte schon gerade so, what the fuck. Da ist der Herzschlüssel. Deswegen, wahrscheinlich wird irgendwann dann eine Leiter da sein oder was auch immer. Dass man da auf jeden Fall dann aber problemlos natürlich da hochkommt und dann auch hier diesen Weg dann hier rüber gehen kann. Ich dachte schon kurz, ich stürze ab, Hilfe. Hier ist auf jeden Fall der schöne Schlüssel, das ist doch fein. This must be. This must be. Ich sehe ja gar nichts. Da ist ein Jumpy aber an der Wand, den sehe ich auf jeden Fall. Oder erinnere mich auch an ihn, besser gesagt. Achso, hier kann ich klettern. Okay, ich dachte schon gerade. Yeah. Dadurch, was? Dadurch ist das hier hochgegangen? Warum? Wozu brauche ich das? I don't understand it? Oder kann ich das irgendwie verschieben oder so? Nee. Hä? Warum ist das hier hochgegangen? Wofür soll das später gut sein? Selfie, what's wrong with you? Nee, aber mal ganz ehrlich. Ah, warte mal. Ich glaube, ich kann hier jetzt rumhangeln, um zurückzukommen. Kann das wohl sein? Da muss ich mich nicht wieder hochglitschen. Und kann mal ausprobieren nochmal, was der Schlüssel machte. Ob der einfach gar nichts machte oder ob wir den gar nicht benutzen können. Oh. Ich kann nicht rum. Okay. Hat sich auch erledigt. Aber warte mal. Das kann das Rätselslösung doch sein, dass man hier hochklettern kann, damit Rückwärtssalto da drauf, um dann so zurückzukommen. Kann ich da hinten denn so hin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde sonst lieber den sicheren Weg nehmen. Genau. Und dann glitschen wir uns einfach mit einer weiteren Fackel nochmal hoch. Weil das will ich ja auf jeden Fall auch schon mal eben wissen, natürlich, was das da oben macht. Wenn es was macht. Ist schon interessant, was man alles so mit Glitches machen kann, ne? Ich bin ja sonst nicht so erfahren darin, Glitches zu benutzen. Aber das habe ich hingekriegt. Ich glaube nämlich nicht, dass man hier zurückklettern könnte. Nee. Deswegen komisch. Aber ich kann ihn immerhin benutzen. Die Tür wird dann nur halt nicht aufgehen. Ne? Ja. Schade. Aber immerhin, soweit ist das Spiel ja schon dann hier fertig, dass es hier noch später weitergehen wird. Deswegen ist ja nicht schlecht, ne? Besser als nichts. Schöne Kirchenfenster hier oben auch wieder. Okay. Dann hätten wir das auch geklärt. This must be. Gut, dann können wir jetzt die schöne Einhornmedaille einsetzen. Ich sehe das wunderschöne Einhorn. Wie viele Fackeln habe ich jetzt noch? Sollte man ja mal eben so wissen. Ja, reichlich, passt.
So, was sagt das Ding? Ha, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind noch nicht so lange im Part. Unicorn. Ah, und hier ist dann dieser Schlüssel. Nein, böser Doggy. Und ich muss jetzt von der richtigen Dingens hier den Schlüssel nehmen. Oder kann ich den im Kriechen nehmen? Nee, natürlich nicht. Hä? Wieso kann ich den Schlüssel denn jetzt nicht nehmen? Ah, von hier, okay. This must be, aber sowas von. Da, da, da. Speichern. Ich überlege gerade, mussten wir jetzt zuerst wieder raus, da wir Diffuse haben? Ich höre schon wieder Hunde. Aber ich gehe sonst einfach mal eben raus. Schaden kann es ja nicht. Weil bevor ich das hinterher vergesse, wo gehe ich überhaupt hin? Ich muss doch hier unten lang. Also wie ich mich kenne, vergesse ich das doch sonst später. Ach ja, hatte ich jetzt schon zerschossen? Okay. Doch. Der Dampf macht uns jetzt zum Glück nichts. Weil ich glaube, wir werden auch gleich mit Leon wieder vereint. Und deswegen sollte ich vielleicht zuerst hier hingehen. Wo ist denn jetzt diese Tür? Egal. Brad! My name's Claire. Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. What was that all about? Brad sitzt hier einfach mal auf dem Klo und hat sich vor Nemesis quasi versteckt. Sehr, sehr schön. Aber das ist ein sehr schöner Hinweis darauf, dass halt... Oh, schön. Oh, ein weiteres Secret ist das hier. Sehr schön. Deswegen war die Fuse auch so schwer versteckt wahrscheinlich. This must be. The Queen was feared. Auf jeden Fall, Resi 2 und Resi 3 spielt ja so ziemlich zur gleichen Zeit. Denn man kommt ja auch mit Jill schließlich ins RPD. Und ja. There was one outfit that should fit me. Können wir natürlich machen. Ich weiß nur nicht, ob ich das will. Denn wenn ich hier reinlaufe, dann werde ich umgezogen zu Lara. Aber komm, okay, machen wir es einfach mal. Wir sind Lara Redfield. Oder Claire Croft. Wie auch immer. Ich meine, kann man machen, ne? Wie gesagt, Selfie ist ein bisschen verrückt. Da kommen solche verrückten Ideen zustande. Jetzt sind wir Lara. Ja, warum auch nicht? Mal sehen, ob uns Leon in dem Outfit wiedererkennen wird. Claire, du hast dich umgezogen. Es ist optional, wie gesagt, man muss es nicht machen. Aber man kann es machen. Weißt du, dieses Bild ist immer noch verwirrend. Weißt du, wenn das wenigstens Chris und Wesker wären, könnt ihr es ja verstehen, ne? Aber, was machst du denn jetzt hier? Aber wer auch immer diese beiden sind, ich weiß es nicht. Oh, man. Hi. Okay, gehen wir zurück. Das war also dann dementsprechend nur für ein Secret und, ja, ist okay. Damit haben wir alle schon, richtig? Richtig. 4 von 4 Secrets, Secret Outfit, alles. Dann können wir jetzt getrost bald das Spiel beenden. Speichern. Es macht auf jeden Fall jetzt gerade ziemlichen Spaß. Wenn dieses Problem mit den Cutscenes nicht wäre, würde ich dieses Spiel wirklich über alles lieben. Ich höre einen... Ach nee, doch nicht. Oder? Licker? Ist hier noch ein Licker gleich?
Hier war nur der Raum. Ich traue dem Frieden nicht. Ich würde sonst auch den Part beenden, aber ich weiß nicht, wie viel hier nochmal jetzt wirklich kam. Wobei es ja auch sonst zur Not zusammenschneiden kann, ne? Sonst würde ich sagen, beende ich hier den Part einfach mal und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir uns mit Leon treffen. Und ja, hier könnt ihr Claire nochmal sehen in ihrer ganzen Tomb Raider-Pracht. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören und sage dann mal bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Yeeha! Eure Vampi. Ciao!